Okay, Flap. So, wir sind fast fertig. Hast du den Stoff gefunden? Hier ist er. Oh. Wer könnte das sein? Hallo? Hier ist niemand. Merkwürdig. Okay. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Hallo? Ist da jemand? Überraschung! Tamika, Burst, was macht ihr denn hier? Oh nein, war das heute? Kommen wir etwa ungelegen? Ja, ich meine, nein. Wir sind nur gerade dabei, unserer Kollektion den letzten Schliff zu verleihen und... Vielleicht sollten wir einfach später wiederkommen. Nein, nein, kommt rein, kommt rein. Wow, was für eine... Unordnung? Oh. Nein, Kollektion, sie sieht einfach umwerfend aus. Und dann diese Blumen. Wow, einfach nur wow. Das sind Sumpflilien, sehr selten. Um die zu bekommen, sind Flap und ich extra durch den super stinkigen Sumpf gelaufen. Aha. Sie sind der Mittelpunkt unserer Kollektion. Es sieht alles so unglaublich schön aus. Danke. Flap und ich müssen uns beeilen, damit wir heute Abend mit allem fertig sind. Denn dann kommt der Transporter, um alles zur Modenschau im Dschungelwald zu bringen. Du hast recht. Wir müssen weitermachen. Können wir helfen? Nein, ihr könnt. Macht es euch doch gemütlich, während wir hier alles fertig machen. Sie wirken ganz schön gestresst. Vielleicht können wir ihnen helfen, wenn wir hier ein wenig aufräumen. Dann werden sie bestimmt schneller fertig. Ja, ja, ja. Wir machen uns einfach unsichtbar. Ja. Was ist denn hier passiert? Überraschung! Oh nein! Was habt ihr getan? Oh, wir haben nur ein bisschen aufgeräumt. Das haben wir doch gern gemacht. Meine Sachen, wo sind sie? Es ist alles wieder ordentlich verstaut. Lalalalalalala. Ihr versteht das nicht. Das ist unsere Art zu arbeiten. In solch einem Durcheinander? Das ist kein Durcheinander. Das nennt man kreatives Chaos. Lal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 a. Oh, das wussten wir nicht. Das tut uns leid. Oh, schon okay. Ihr habt nur versucht zu helfen. Wisst ihr was? Warum macht ihr zwei euch nicht was zu essen? Unsere Küche ist gleich da drüben. Okay. Alles klar. Wo waren wir? Oh ja. Das hat gut geschmeckt. Oh. Entschuldigung. Petter und Flap sind bestimmt ganz ausgehungert. Wieso überraschen wir sie nicht mit einem kleinen Snack? Jetzt müssen wir nur noch die Sumpflilien befestigen und dann sind wir fertig. Wo kommt das denn plötzlich her? Überraschung! Petter, es tut mir so leid. Jetzt reicht's! Keine Überraschungen mehr! Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie lange wir dafür gebraucht haben, um diese Blumen zu bekommen? Jetzt ist es ruiniert. Ruiniert! Na komm, Flap. Lass uns dieses Chaos beseitigen. Naja, wir haben auf jeden Fall versucht, unser Bestes zu geben, Flap. Was ist denn jetzt? Ich komme schon. Überraschung. Oh, ihr seid wirklich in den Sumpf gegangen? Für uns? Das ist die tollste Überraschung. Komm schon, Flap. Lass uns die Blumen befestigen, bevor der Transporter hier ist. Wir haben es geschafft. Wir haben es alle geschafft. Gemeinsam. Und das ist keine Überraschung. Hm?
nicht vergessen. Du darfst dich nicht an deinem Schwanz aufhängen, bis der Verband abkommt. Okay. Okay. Mach's gut. Alles klar. Wer ist der nächste Sprint? Das war's. Das war's? Das waren schon alle? Zu früh gefreut. Oh, wo kommen die denn her? Danessa, zum Glück bist du noch hier. Tamika, Burst, wart ihr das? Zuerst dachte ich, es wäre nur eine Erkältung, aber dann passierten seltsame Dinge. Was meinst du mit Dinge? Es ist schwer, das zu beschreiben, aber jedes Mal, wenn Burst niest, dann passiert etwas, etwas sehr Ungewöhnliches. Entschuldigung. Oh, siehst du, was ich meine? Oh Mann! Hier stimmt definitiv irgendetwas nicht. Oh nein! Was? Entschuldigung. Was denn? Oh, es sieht so aus, als hätten wir hier einen seltenen Fall von Zauberonchitis. Nein, doch keine Zauberonchitis! Warte, was ist das? Also klinisch betrachtet ist es ein zufälliger Ausbruch von Zauberei, der sich in Form eines Niesens äußert. Magischer Schnupfen. Ist das was Ernstes? Weißt du, wenn es heute nicht behandelt wird, dann könnten die Symptome für immer bleiben. Wir sollten besser gehen. Gehen? Wohin? Zu den heilenden Quellen. Dann wird Burst ganz sicher wieder gesund. Es ist nur noch ein ganz kleines Stückchen. Gut, denn ich kann es nicht ertragen, Burst so zu sehen. Weg von hier! Was machen wir denn jetzt? Wir sitzen in der Falle. Runter! Das war knapp. Zu knapp. Lasst uns von hier verschwinden, bevor sie sich befreien. Na endlich. Da wären wir. Was soll ich denn jetzt tun? Geh einfach ins Wasser und die heilenden Quellen werden dich wieder gesund machen. Na los, Burst. Ja, ich weiß, Burst. Es ist ein bisschen kalt, aber es ist die einzige Möglichkeit. Na gut. Oh nein. Burst, du musst jetzt versuchen, ganz, ganz ruhig zu bleiben. Okay. Oh nein! Achoo! Und? Wie fühlst du dich? Oh, ich fühle mich einfach nur fabelhaft. Hurra! Oh, ich bin so glücklich, dass es dir wieder besser geht. Danke, Danessa und Sprint. Gern geschehen. Ich hoffe, das war erstmal der letzte Fall von Zauberonchitis, den wir gesehen haben. Und zwar für eine lange Zeit. Oh nein. Oh doch. Rein da mit dir.
Und jetzt noch die geheime Zutat für unseren neuen Duft, mein Aroma-Amigo. Was ist das? Ein Tröpfchen wilde Lilie, nur ein bisschen. Aber es verleiht ihm den gewissen Kick. Zu viel davon und Wunderwald scheint wieder. Vorsicht! Wir haben dich total erschreckt. Ja, hallo Tamika. Was geht ab, Burst? Könntet ihr mir kurz die Pflanze dort bringen? Na klar. Der geht an dich. Ja, da musst du schon viel, viel, viel früher aufstehen, um mir einen Streich zu spielen. Klingt nach einer Herausforderung. Ich beobachte dich. Wir brauchen noch mehr Blumen für unser neues Parfum-Caper. Und pass auf, dass uns niemand reinlegt. Ich hab alles im Blick. Die werden den Stinktieren den Gestank schon austreiben. Dann mal los. Sie müssen runterfallen. Ich rieche dort drüben ein paar herrliche Blüten. Vielleicht muss man diesen Schalter umlegen. Oh, ja, das hier ist doch der perfekte Ort für unser Picknick-Flap. Spinnen! Haha, hab dich reingelegt. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst jemand anderer. Mach's gut. Die beiden werden so rot anlaufen, dass man sie noch aus dem Weltraum sehen kann. Achtung, sie kommen. Das ist doch ein schöner Platz. Jetzt. Hey, habt ihr noch zwei Plätze frei? Natürlich. Wir rutschen einfach zur Seite. Oh, das tut mir unendlich leid. Aber diese Farbe steht dir wirklich gut. Die Lilien fangen an zu blühen. Na komm, Caper. Damit werden sie niemals rechnen. Diese Lilien sind genau das, was wir noch gebraucht haben. Hey! Wieso geht das nicht? Das hat ja toll geklappt. So, wenn Tamika und Burst wieder versuchen, uns reinzulegen, werden wir vorbereitet sein. Oh, ihr habt vergessen, die Tür zuzumachen. Nein, Petter, warte, wir sind... Ganz nass. Spielen etwas zu weit gegangen. Waffenstillstand? Einverstanden. Bei all den Streichen haben wir unser neues Parfum völlig vergessen. Wir sollten uns besser darum kümmern, bevor... Hey, Mädels! Wir haben mit dem Streichespielen aufgehört. Versprochen. Das wissen wir und es wurde auch Zeit. Deshalb wollen wir uns bedanken. Mit Kuchen! Ich befürchte, das haben wir... absolut verdient. Jetzt ist... mit dem Streichespiel... aber wirklich... Schluss! Hä? Ist es richtig, dass dein Parfum so qualmt? Oh, nein! Oh. Ich habe das Fläschchen vergessen. Es sollte auch ein Streich sein. Aber ich wollte doch nicht die größte Stinkbombe der Welt bauen. Ah, da fällt mir gerade was ein. Echt gute Idee, Tamika. Ich bitte um Verzeihung.